Die Frage, ob man die Medien als vierte Gewalt bezeichnen kann, wird für uns immer wichtiger in der Politikwissenschaft. Politische Kommunikation wird immer wichtiger, auch für uns als Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler. Und das vor allem durch neue soziale Medien wie Facebook oder Twitter. Alte Medien wie Funk, Fernsehen, Zeitungen spielen zwar noch eine Rolle, doch nicht mehr die dominante Rolle wie noch in den 70er, 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. Wir sprechen also von einer Mediendemokratie. Der Begriff wurde eingebracht in die Debatte von Frank Marcinkowski und Frank Fetsch. Und Niklas Luhmann, vielleicht einer der bedeutendsten Vertreter, was Medientheorie und Soziologie betrifft, hat mal gesagt, dass im Prinzip alles, was wir wissen über unsere Gesellschaft, im Prinzip alles, was wir wissen über die Welt, das wissen wir über die Medien. In letzter Zeit hat man so das Gefühl, und das besagen auch einige Studien, politikwissenschaftliche, soziologische Studien, dass Mobilisierungsmedien, die über Dramatik, Personalisierung, Dichotomisierung, wie die Bild-Zeitung leben, dass die eine gewisse Priorität in unserer Medienlandschaft gewinnen. Das Ganze geht einher, auch das lässt sich aus Untersuchungen ablesen, mit einer zunehmenden Schwächung der Rezipienten, also diejenigen, die die Medien konsumieren. Das Reflexionsniveau scheint zu sinken angesichts der vielfältigen Medien, die uns nur noch mit Wissen konfrontieren, aber nicht mehr mit kritischem Wissen. Dennoch besitzen natürlich die Medien eine wichtige Agenda-Setting-Funktion. Sie mobilisieren Wähler für politisch interessante Themen. Sie stärken die Kompetenzen politischer Subjekte. Das aber immer im Spannungsverhältnis mit Dingen wie Celebrity Politics, die man vor allem in den USA sieht, Symbolpolitik, wo zunehmend Medienfitness in den Vordergrund gerät und Sachkenntnis übertrumpft. Man hat das so ein bisschen im Wahlkampf zwischen Hillary Clinton und Donald Trump erlebt. Hier spielt Framing nach wie vor eine sehr große Rolle, ein Begriff, der von Irving Goffman, einem Soziologen, geprägt wurde, also Rahmung von Themen über die Medien, Themenkarrieren spielen eine Rolle, also wie funktioniert das eigentlich, dass ein Thema zu einem dominanten Thema wird, dass beispielsweise Flüchtlinge oder Terrorismus zum größten Menschheitsproblem wird, während ganz andere Themen eben auf der öffentlichen Agenda keine große Rolle spielen. Der Begriff der Lügenpresse spielt in diesem Zusammenhang eine große Rolle, auch benutzt von sogenannten populistischen Politikerinnen und Politikern. In Deutschland kann man sagen, ist das politisch-mediale System eigentlich immer noch relativ stark. Wir befinden uns in einem demokratisch-korporatistischen Mediensystem, wo unterschiedliche Vorstellungen nach wie vor eine große Gültigkeit haben, wo unterschiedliche Akteure präsent sind, wo die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten eine große Rolle spielen. Der Politikwissenschaftler Manfred Schmidt hat mal davon gesprochen, dass es ein gerütteltes Maß an Staatsinterventionismus gibt in den Medien in Deutschland. Eine dualisierte Fernsehlandschaft, öffentlich-rechtlich und privat. Das liegt auch daran, dass die Kulturhoheit in Deutschland nach wie vor bei den Ländern liegt, während das Postwesen, die Telekommunikation zum Beispiel beim Bund liegen.